Welcome to Constantinia, Ezio. The crossroads of the world. Das historische Istanbul, wie man es noch nie gesehen hat. Im vierten Teil der Videospielreihe Assassin's Creed Revelations entführen die Macher von Ubisoft den Spieler ins Konstantinopel des 16. Jahrhunderts, die Hauptstadt des Osmanischen Reichs. Eine Stadt nur nach Bildern, Fotos oder Karten zu entwerfen, führt oft zu so einer Art Disney-World-Eindruck, einer künstlichen oder karikaturenhaften Darstellung. Deswegen gehen wir wirklich vor Ort, denn auch wenn sich eine Stadt über die Epochen hinweg verändert, so bleibt doch die Stimmung in etwa dieselbe. Rund 400 Leute weltweit haben an dem Spiel mitgearbeitet. Die Aufgabe von Raphael Lacoste war es, die Stimmung einzufangen, die vor 500 Jahren hier geherrscht haben mag. Es gibt da Viertel mit schiefen Holzhäusern, so wie damals. Es gibt die großen Bauwerke, die majestätisch in den Himmel ragen. Und außerdem die Geschäftsviertel, wo Gewürze gehandelt wurden. Es gibt also wirklich große Kontraste. Kontraste bei der Dichte, bei der Farbe, bei den Stimmungen. Es war schon eine große Herausforderung, das in der gegebenen Zeit hinzukriegen. Aber es ist wirklich gut gelungen. Der Kampf zwischen den Assassinen und den Templern, zwei legendenumwobenen Orden, die es im 16. Jahrhundert längst nicht mehr gab, ist reine Fiktion, wie die Spielmacher betonen. Doch diese Historikerin sieht noch andere Ungenauigkeiten. Diese Kostüme, ich weiß ja nicht, wo sie die herhaben. Auch wenn manches Detail nicht ganz stimmen mag, Assassin's Creed zeigt die spannende Seite von Geschichte. Das ist besonders interessant, weil die Leute da eintauchen, ohne richtig zu merken, dass sie eintauchen. Sie müssen nicht unbedingt einen intellektuellen Zugang haben. Sie gehen da rein, auch wenn sie vielleicht überhaupt kein Interesse am Osmanischen Reich, an Venedig oder sonst was haben. Aber sie werden etwas entdecken, was ihnen Spaß macht, weiterzumachen. Eine gute Portion Action darf natürlich auch in diesem Teil von Assassin's Creed nicht fehlen. Geschichte allein würde wohl keinen Spieler anlocken und damit auch keinen Käufer. Und das Rezept scheint aufzugehen. Die vorhergehenden Episoden von Assassin's Creed haben sich mehr als 30 Millionen Mal verkauft.